Wir sind hier auf der Penport in Hamburg und wir treffen hier Dirk. Und berichte doch mal, was meine Videos eigentlich so ausgerichtet haben. Ja, die Videos haben eigentlich bei mir ausgelöst, dass ich mich von meiner Kugelschreiber, ich kann wirklich sagen, Saugklaue verabschiedet habe und wirklich wieder angefangen habe, bewusst zu schreiben. Mir mein erster Füllfederhalter, den ich mir damals zugelegt hatte als Lehrling mit 19 Jahren, wieder aus der Schublade genommen habe und dann meine Handschrift anhand der Videos Stück für Stück wieder aufgebaut habe, dass ich jetzt heutzutage nach knapp 3 Jahren wieder eine wirklich gute, denke ich, leserliche Handschrift habe. Ja, das hört man doch gerne, dass diese Videos denn doch ihren Erfolg, wie man so schön sagt, zeitigen. Okay, ja. Ich hoffe, ich kann das dann auch gleich bei YouTube reinstellen, oder? Gerne. Okay. Welchen Füllhalter benutzt du jetzt? Zurzeit benutze ich einen Füllfederhalter von Lamy. Und zwar habe ich diesen Lamy mit einer 1,1 mm Kalligrafiefeder ausgestattet. Ah ja. Allerdings nicht, um Kalligrafie zu machen, sondern eins einfach, weil ich merke, dass meine Handschrift noch interessanter aussieht mit dieser flachen Feder. Ja, perfekt. Ja.